Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur neuen Sendung im Format Back to School. Ich habe heute meine Kollegin Raffaella Glock eingeladen. Danke, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auf die Sendung. Ich habe Themen ausgesucht, die mich in letzter Zeit etwas beschäftigt haben. Ich war wirklich ziemlich interessiert am Recherchen führen und ja, habe einige Sachen gefunden. Und als erstes sind das die Satelliten, die in den Himmel geschossen werden. Ich gebe hier, das mal. Und ich habe diese Satelliten persönlich auch schon einmal gesehen. Und dann habe ich gleich gegoogelt und bin zu diesem Ergebnis gekommen. So sollen vor allem Gegenden in ländlichen Gebieten mit schnellem und kostengünstigem Internet versorgt werden, die bislang Schwierigkeiten gut funktionierenden Zugängen hatten. Starlink. Elon Musk will schon bald Betrieb in den USA aufnehmen. Die Satelliten fliegen in niedrigen Umlaufbahnen um den Planeten, bekommen Daten von Bodenstationen und können die Informationen untereinander via Laser weitergeben. Laut SpaceX-Chef Elon Musk ist der Start des Angebots in den USA schon mit 500 Satelliten möglich. Mit etwa 1200 Satelliten wäre dann eine weltweite Abdeckung möglich. Je mehr Satelliten sich im Orbit befinden, desto schneller wird die Internetverbindung. So die Idee. Ja, was hältst du grundsätzlich von dieser Idee? Also, sie schießen ganz viele Satelliten in den Himmel, um dann besseres Internet zu haben. Also, ich denke, man muss sich erwähnen, ich meine, unsere Zukunft ist digital. Das steht eigentlich so fest. Ich meine, in der Schule arbeiten wir ja gar nicht mit Bleistift und Papier. Wir schreiben ja alle nur noch mit dem Apple Pencil auf dem iPad. Und eigentlich ist klar, unsere Zukunft wird digital. Es wird alles nur noch so mit Handys und Elektronik funktionieren. Deshalb, ich denke, diese Idee hat bestimmt auch einen guten Hintergrund und auch für unsere Zukunft. Ja, meine Frage ist hier aber, wer hat das erlaubt, dass sie so viele Satelliten in das All schießen? Weil ist das wirklich so gesund für die Leute und ist das wirklich nötig? Ich habe gehört, dass Tesla-Autos, dass durch diese Satelliten und durch diese Internetverbindung können sie, ohne dass man am Steuer sitzt, fahren, also selbstständig fahren. Es ist natürlich hilfreich und ja, wie schon gesagt, die Technologie ist unsere Zukunft. Aber ist es wirklich so gesund für die Menschheit? Also, wenn natürlich unsere Gesundheit dadurch gefährdet wird, dann bin ich natürlich nicht besonders begeistert von dieser Idee. Also, ich meine, diese Satelliten sind sicher mega teuer und das ist ja ein mega Projekt und das muss sicher auch ganz viel Planung haben, aber ich habe nie irgendwie gehört, die Welt, die gehört ja eigentlich uns allen. Allen, die dort wohnen und die machen das einfach. Eigentlich uns genauso sehr, denen wie uns zwei auch. Weil uns, ich frage mich, wer eben das erlaubt hat zum das in das All schießen, weil hier habe ich gelesen, dass diese 5G-Strahlen ähnlich wie Mikrowellenstrahlen sind. Oder fast die gleichen eigentlich sind. Hast du Ahnung von Mikrowellenstrahlen? Also es gibt ja, also diese Strahlen, die strahlen ja dann. Und die Wassermoleküle, die reagieren dann so und diese reiben dann sich die ganze Zeit und das mega schnell. Und die reiben sich dann so schnell, dass das eine vielleicht dann einfach platzt. Und dann, ja. Genau. Ja, also diese Reibung strahlt auch Wärme aus. Und diese Wärme schadet den Menschen gesundheitlich, wie zum Beispiel durch Migräne, Schmerzzustände oder auch Depressionen. Ich habe auch gelesen, eben 6 bis 8% der Menschheit haben mehr Migräne, stärker oder eben Depressionen. Und was ich auch noch gelesen habe, das ist natürlich so Verschwörungstheorie-mäßig, aber dieses 5G, diese Satelliten, sind sie wirklich nur noch für das schnellere Internet oder sogar für die Beobachtung? Was hältst, findest du, dass das eine Möglichkeit wäre, so die Menschheit zu beobachten und ob sie das echt machen? Also, das ist jetzt natürlich ein mega krasser Punkt. Ich will also gern gleich darauf eingehen. Aber was ich noch sagen will, ist natürlich, das ist mir gleich noch eingefallen, eigentlich diese
Strahlen sind ja wie eben diese Mikrowellenstrahlen. Und mein Vater sagt immer, mach nichts in die Mikrowellen, weil da geht ja das Essen kaputt und ein totes Hühnchen ist ja später tot, tot. Also ein ziemlich totes Hühnchen. Was macht das eigentlich mit den Menschen halt? Das frage ich mich eben. Ich meine, das Projekt wurde ja auch schon das öftere Mal durchgeführt und da habe ich gehört, irgendwie Vögel sind abgestürzt und Kühe sind tot umgefallen. Ja, machen diese Strahlen das schlussendlich mit den Menschen? Und die Frage ist, wie lange das es geht, bis Menschen tot umfallen. Und ja, klar, man kann vielleicht, der Körper kann sich dagegen entwickeln, aber das wird sehr lange dauern. Ja, ich denke, ich meine, früher gab es ja den Homo erectus, der hat sich ja weiterentwickelt zu dem Homo sapiens, also zu unserem heutigen. Und vielleicht können wir uns unsere eigene Technologie anpassen. Ich meine, früher haben wir uns eigentlich der Natur angepasst, aber vielleicht können wir uns selbst anpassen, aber vielleicht eben auch nicht. Ja, also eigentlich gefährdet sich der Mensch selber schlussendlich. Und ja, eben auch die Menschen gegenseitig. Oder sie, wie schon vorher angesprochen, sie beobachten sich. Also, das fände ich wirklich jetzt gruselig. Ich meine, ich habe von dem ganzen Projekt zuvor nichts gewusst. Und wir haben immer noch keine Bestätigung, dass das wirklich eigentlich nur für 5G-Internet ist. Vielleicht haben sie auch so viele Kameras dort oben hin platziert. Ich meine, ich habe auch schon gesehen, eben Satelliten, die haben auf der Erde mitten im Gras irgendwelche komischen Dinge entdeckt und dann sind die dorthin gefahren, haben da was gesehen und eigentlich, wir haben keine Bestätigung, dass da nicht vielleicht auch irgendwo Kameras sind. Ja, also eigentlich ja, ist es sehr irgendwie auch unheimlich, was sie dort oben echt machen. Wir können das nicht kontrollieren. Und ich finde, Beobachtung geht auch eher, es geht so ein wenig in die Richtung Manipulation. Und dort wollte ich die Medien ansprechen. Heutzutage sind sehr viele Leute online unterwegs. Zum Beispiel wollte ich dich fragen, hast du irgendwelche Freunde, die überhaupt nicht auf irgendeinem Social Media unterwegs sind oder online sind? Absolut nicht. Also, ich kenne Leute, die sind zum Beispiel nicht auf Instagram, aber dafür sind sie auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken unterwegs. Aber ich meine, auch in der Schule, wir arbeiten nur noch mit elektronischen Geräten. Also, absolut niemand. Also eigentlich werden wir und die Generation hinter uns damit groß. Ja. Ja, und was auch an den Medien das Problem ist, viel wird Panik gemacht, Angstmacherei und natürlich auch Trends. Es kommen die ganze Zeit neue Trends. Und ich kenne auch viele Menschen, die Trends verfolgen. Wie kommst du jetzt eigentlich auf die Angstmacherei? Auch die Angstmacherei ist es wegen der Manipulation. Ich finde, das gehört alles ein wenig in die gleiche Richtung. Mit den Trends werden die Menschen wie manipuliert, habe ich das Gefühl, weil ich kenne Menschen, die von Grund auf sich komplett verändert haben, nur den Trends wegen. Sie haben das im Internet gesehen und haben gesagt, so muss ich auch werden. Und haben ihre ganze Persönlichkeit geändert. Ihren ganzen Lebensstil. Genau. Was hältst du davon? Also, ich finde, das stimmt schon, das auch mit den Trends. Ich meine, es gibt immer wieder neue Trends und so ziemlich jeder folgt diesen Trends und jetzt auch. Ich meine, es gab Stars, die sind demonstrieren gegangen. Sofort gingen alle Freunde von mir demonstrieren. Zum Beispiel der eine Star, der ging eben für eben Rassismus demonstrieren. Und da gingen direkt alle meine Freunde auch und ich habe da gesagt, ja, aber es gibt doch auch Demonstrationen für Grundrechte. Und sie sagen, naja, nee, Rassismus. Aber ich meine, die Grundrechte, wenn du für die Grundrechte demonstrierst, dann demonstrierst du ja eigentlich auch für den Rassismus, weil in den Grundrechten ist, weil anlagert, Rassismus, das darf man nicht, das gibt's nicht, das sollte man nicht. Und da haben die eher dem Trend gefolgt, statt eigentlich dem menschlichen Sinn. Genau, also es steht dort, sie machen es. So funktioniert das ganze System mittlerweile. Und ja, eben das Jahr 2020. Anfang des Jahres hat man so viel von Greta Thunberg gehört. Hast du auch davon etwas mitbekommen? Natürlich. Ja, und auf einmal war sie weg. Sie wurde nämlich, soweit ich weiß, unterbrochen von den Waldbränden in Australien. Ja, also du hast jetzt Greta Thunberg erwähnt. Man hat so viel über die immer gehört. Ich sag dir, auf Instagram war alles voll mit ihr, Facebook, alle sozialen Netzwerke, alle nur über diese Greta.
Und puff, war sie weg. Ich habe jetzt ihren Namen fast ehrlich gesagt vergessen. Dabei genau. war sie damals das Thema. Jeder hat darüber gesprochen. Ich habe sogar in der Bücherei Bücher über sie gesehen. Leute haben diese Bücher gekauft. Sie war das Thema. Und alle waren im Trend, wenn du darüber gesprochen hast. Genau, ja, das habe ich eben auch so mitbekommen. Und eben, wie schon erwähnt, wurde sie eigentlich unterbrochen oder sie war einfach weg. Und dann kam schon das Nächste. Zwar eben die Waldbrände in Australien. Da habe ich ja einen Artikel und so klar, die Waldbrände waren wirklich schlimm. Und es sind viele Tiere gestorben und so. Aber ich habe gehört, dass Waldbrände jedes Jahr so viel gibt. Nur das Mal war es einfach ein bisschen mehr. Und ja, meine Schwester, die war vor einem Jahr in Australien und dort hat sie eben erfahren, zu dieser Zeit hat es noch nie so fest geregnet. Der Nordosten Australiens kämpft mit schweren Überschwemmungen. Im Bundesstaat Queensland regnete es innerhalb weniger Tage so viel wie sonst in einem ganzen Jahr. Rettungskräfte haben mit Booten und Hubschraubern mehr als 1000 Menschen aus den überfluteten Gebieten evakuiert. Stromverbindungen sind unterbrochen. Die Behörde warnte zudem vor Salzwasserkrokodilen und Schlangen im Wasser. Und im Sommer gibt es dann Brände jedes Jahr. Also es ist normal Waldbrand. Nur war es eben in diesem Jahr waren die Brände an einer anderen Stelle und eben näher an Sydney. Das war eigentlich der Grund für die Panik. Aber Brände, die sind doch ganz normal. Und ich meine, zuvor hat es ja so stark geregnet wie noch nie. Genau, und wenn du jetzt diesen Artikel ansiehst, alle haben davon gesprochen, wie schlimm diese Waldbrände waren. Aber niemand hat davon gesprochen, dass das jetzt alles sich regeneriert und dass alles schön wird, dass es auch mal gebraucht hat. Ja, also man sieht hier auf dem Bild, alle Pflanzen wachsen wieder von neuem. Unten steht auch, Buschfeuer helfen den überlebenden Pflanzen auch bei der Fortpflanzung. In der nährstoffreichen Asche können die Samen besser keimen. Und ich meine, eigentlich wie als wären die alten Bäume nur halt rascher. Wieder neu. Ich genau. meine, das war bestimmt auch nötig vielleicht. Genau. Und dann hast du sicher auch etwas davon mitbekommen, den Dritten Weltkrieg. Wir haben es sogar im Geschichtsunterricht eine Lektion darüber gesprochen, weil Leute gefragt haben, ja, was hat es damit auf sich? Und schlussendlich war es genauso schnell wieder weg, wie es gekommen ist. Es kam und auf einmal war es wieder weg. Mhm. Und in dieser Gegend gibt es ja öfters mal Krieg. Und dass man gleich einen dritten Weltkrieg daraus gesehen hat, das waren wieder die Medien, die Panik gemacht haben. Also ich habe plötzlich gesehen, so wow, da steht was im Internet von wegen dritter Weltkrieg. Jetzt haben wir jetzt da ein Problem und alles. Dann haben wir eben mit dem Geschichtslehrer darüber gesprochen. Der hat gesagt, ja, da unten, da geht es eben momentan sehr ab. Also die bekämpfen sich, aber eigentlich bekämpfen die sich doch schon die ganze Zeit ein bisschen. Also die haben immer ein bisschen Kriegeleien gemacht und so. Aber dass da gleich ein dritter Weltkrieg draus kam, das hätte ich nicht damit gerechnet. Und ich hätte auch nie, wäre niemals auf den Gedanken von einem dritten Weltkrieg gekommen, wenn das nicht dort überall auf den sozialen Netzwerken gestanden war. Ich meine, ich habe überall Memes darüber gesehen. Memes sind so eine Art Mini-Comic-Witze, eben, die sich über die Dinge lustig machen. Ich meine, ich wäre niemals darauf gekommen, wenn das nicht überall gestanden wäre. Ich denke, als nächstes nach diesem Brand kam ja dann der Coronavirus. Genau. Ich meine, ich hätte nie was vom Coronavirus erfahren, wäre es nicht überall gestanden. Ich meine, ich habe auch nie Freunde von mir gemerkt, die krank wurden oder ältere Menschen in meiner Umgebung. Niemand wurde krank. Genau, auch eben wegen Corona. Ich hätte es auch nicht gemerkt, wäre es nicht in den Medien gestanden oder halt die Quarantäne oder der Lockdown. Wäre dieser nicht gewesen, ich hätte es nicht gemerkt. Niemand in meinem Umfeld hat Corona gehabt. Und ja, die Medien haben halt nur gesagt, wie viele gestorben sind und wie viele infiziert sind. Gehalte habe ich im Fernsehen wirklich selten gesehen. Ich habe es gar nie gesehen. Ja, es ist wirklich, ja, alles wird nur Panik gemacht und sagt, ja, jetzt müsst ihr diese Maßnahmen dagegen machen. Das ist auch wieder eine Art von Manipulation. Ihr müsst das machen, weil es so schlimm ist. Mhm. Und jetzt habe ich hier auch einen Artikel von einer Kindersendung für einen Kinderkanal, wo ein kleiner Junge sagt,
dass er gerne einen Chip in sich drin hätte. Ich lese das am besten jetzt einfach mal vor, was er hier geschrieben oder gesagt hat. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass jeder Mensch auf der Welt einen Chip implantiert bekommt. Dieser Chip wird über eine Uhr oder ein Handy gesteuert und scannt den Körper. Er zeigt an, was du hast, und dann kannst du selbst entscheiden, ob du zum Arzt gehst oder nicht. Ich gebe hier das am besten nochmal, um das genau zu studieren. Und da will ich fragen, was hältst du davon? Macht es dir Angst? Also das klingt ja richtig nach absoluter Beobachtung. Das hat ja eigentlich, das ist ja, also ich verstehe es jetzt nicht ganz, wieso dass der Junge sich das wünscht. Da kommt wieder darauf, er hinterfragt nichts. Er fragt nicht, was dahinter steckt, wieso er jetzt gechippt werden muss. Ich meine, wenn du kannst dich ja gesund fühlen und dieser Chip zeigt dann, dass du Fieber hast, dann bleibst du zu Hause, auch wenn du dich gesund fühlst. Mhm. Und ich meine, wenn du jetzt dich mal schlecht fühlst, dann bleibst du einen Tag zu Hause. Dann schaust du, ob es besser wird. Und wenn es dann nie besser wird, dann gehst du halt zum Arzt. Und ich meine, vielleicht macht das dann auch was mit deinem Gedächtnis. Wenn da steht, du hast Fieber, du fühlst dich gut. Und dann stehst du eben Fieber. Ich bin krank. Und dann fühlst du dich auch krank. Genau. Das ist ja unsere Psychologie. Und hier kann man auch sehen, die Zielgruppe sind 3- bis 13-jährige Menschen. Ich finde das einfach krass, weil diese Kinder, die werden so aufgezogen, die werden manipuliert. Wir müssen jetzt auf diese Leute hören. Wir dürfen nichts hinterfragen, wir müssen das alles so machen, wie es dort steht und wie es alle sagen. Und das finde ich einfach unheimlich und ja. Ja, es stimmt schon. Heutzutage werden sehr viele Menschen manipuliert, habe ich das Gefühl. Ich habe sehr wenig Leute, die ich noch kenne, die wirklich immer alles hinterfragen. Ich meine, die tun Dinge und sagen, wow, viel Spaß dabei. Aber wieso machen die das, die Leute? Dürfen die das? Bin ich damit einverstanden, dass sie das machen? Genau, nee. Das ist auch meine Frage. Ja. Warum machen das Menschen? Das verstehe ich nicht. Und das war jetzt eigentlich auch der letzte Punkt. Und so mit dieser Frage haben wir eigentlich das ganze Gespräch auch zusammengefasst. Weil, warum lassen das Menschen mit sich machen, ohne zu fragen, wieso? Ja, dann fassen wir es damit zusammen, dass wir es nicht verstehen. Und hoffentlich werden wir von den Leuten, die das bestimmen, auch aufgeklärt. Ja, und somit möchte ich diese Sendung jetzt abschließen. Vielen Dank und ich wünsche noch einen schönen Tag.